Wasser, Leute, hier. Ist wieder Dracolinus, der seinen Controller irgendwie umgeworfen hat. Knallt er auf den Computer und ab da noch weiter runter. Sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist. Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kolonien, die wir zu schützen geschworen haben, zu erbringen. Wir wissen, dass wir keine hundertprozentige Folgsamkeit erwarten können. Daher wird der militärische Arm dieser finalen Quarantänekampagne in drei Gruppen aus Soldaten mit Säuberungsaufgaben eingeteilt. Die erste Crew setzt alle Fahrzeuge außer Betrieb. Die nächste listet auf, welche Personen dem Befehl Folge leisten und hilft jenen, die es nicht tun. Die letzte zerstört sämtliche Daten, Aufzeichnungen und Kommunikationsmittel auf Tau Volantis und im Orbit. Am Ende dieser Aufgaben wird jede Gruppe ihr Missionsziel als erfüllt ansehen und mit der Selbstterminierung fortfahren. Gott schütze die souveränen Kolonien. Wenn Sie diesen Film sehen, bedeutet das, dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist. Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer. Krank. Ich weiß nicht, ob sich das Gesprochene wiederholt. Weil ich kann kein Wort hören. Weil das viel zu leise ist. Oh, der verschwand einfach. Textlog! Wenn ihr wissen wollt, wie ich das mit den Textlogs handhabe, schaut einfach in die Videobeschreibung. Ah. So, ich habe jetzt eine Talkstange verwendet, um in den nächsten Raum zu kommen. Gelesen? Okay. So, okay. Ich zerstücke euch nur aus Prinzip. Textlog. Ich bin schon mal ruhig, weil ich schon mal anfange zu lesen. Gelesen? Okay. So, dann nehme ich mir die nächsten Gegenstände hier. Es ist einfach viel zu lang, die ganzen unendlichen Textlogs hier im Let's Play vorzulesen. Ich überlasse euch das Lesen. Ansonsten, wumm, weg mit dem Projektor. Ansonsten, lese ich das ja beim Rendern. So. Gehen wir mal in den Bonusraum. Ups, ich habe aus Versehen Heilung benutzt. So. Wir haben hier Stase-Pack. Zerplatze, danke. Wir haben hier einen Chip. Mit, Feuerrate 2 und Schaden minus 1. Und so. Munitionsclip und Repetierer. Und wir haben Altmetall. Repetierer hört sich auch nach Pulsgewehr. Also Impulswaffe. So, dann gucken wir mal weiter. Ja, den Film haben wir jetzt zuhauf gesehen. Ich will den Projektor zerschießen. Warte. Geht nicht. Schade. Unsterblicher Projektor. Aus Titan wahrscheinlich. So. Oder Granit. Nee. Keine Steine. Muss schon Metall sein. Sieht auch geil aus. Auffangplatz. Ich warte nur noch, bis die Schrift weg ist, damit das hier eine mögliche Thumbnail wird. Okay. Dann gucken wir mal. Bringen wir das schnell hinter uns. Und so. So, jetzt habe ich deine Klinge. Und damit wehre ich dich ab. War doch klar, dass du der Nächste bist. Verdammt. Ich habe jetzt erstmal keine Klinge. So, besser. Ja, kriege ich dich? Komm her! Ich weiß immer noch nicht, was ihr darstellen sollt. Ah, verdammt. Da habe ich einen Fehler gemacht. So. Deine Klinge. So! Alter! Ah, nicht beim Nachladen. Bist du denn des Wahnsinns? Ah, seid ihr denn des Wahnsinns? Du hast mir das außer Kontrolle geraten ein bisschen. Aber insgesamt kriege ich es noch hin. Hallo? Boah, dass diese Waffe jetzt so lange braucht zum Feuern. Das hat sie im Vorgänger nicht gebraucht. Das regt mich ein bisschen auf. Hat mich jetzt derbe auf den sonst was gebracht. Wenn ich schieße, geht er zurück. Das hat mir jetzt Schaden reingedrückt. Die Waffe allein schon. Okay. Gucken wir mal nach noch weiteren Munitionsteilen und so weiter. Tja, da wisst ihr jetzt schon eher, warum ich die hasse. Auch schön, dass der Schnee um die Strahlung herum geschmolzen ist. Genauso muss das sein. So, mittleres Heilpack. Gucken wir noch nach weiteren Gegenständen hier um der Umgebung, die uns helfen könnten. Kleines? Mhm.
Da kommen wir also weiter. Dann geht es hier noch an etwas. Ja, die Umgebung war einzig und allein für diese Typen. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Die hatten so einen Namen. Der passte auch zu denen, das weiß ich noch. Aber ich kann ihn leider nicht mehr. Das ist 2 Jahre her, dass ich mit denen und ihrem Namen zu tun hatte. So. Sucherbot haben wir nicht. Dann gucken wir mal hier nach. Laden. So. Okay, dass die jetzt so komisch in der Biege gehen, finde ich nicht so super, weil die Biege kann ich nicht so super ansteuern. So. Na los. Und so. Perfekt. Und okay. System freigeschaltet. Mann, diese Dinger werden zunehmend unnötiger. Schwer will ich ja nicht mal sagen, ich bin einfach nur schlecht in solchen Sachen. Dann gib mir frei, was du verbirgst, du Tür. Ja, ich denke wirklich, die letzte Demo-Region kriegen wir gar nicht zu sehen. Sonst wäre die schon längst gekommen. Passt doch gar nicht. Boah. Hey Leute, woran die hier auch immer experimentiert haben. Anscheinend ist es aufgestanden und hat das halbe Lager mitgenommen. Oh nein. Was ist mit den Sensorteilen? 3 Teile, richtig? Naja, vielleicht irre ich mich, aber ich sehe mich mal um. Und genau das wird bei uns passieren. Und ich sag euch, die pigmentierte Dame, ich weiß ihren Namen nicht, ich glaube Rosen war es, ich nenne sie jetzt einfach Rosen, war so fasziniert von dem Teil, sie wird dabei draufgehen. Das ist meine Vermutung einfach. Wenn ich das sehe und höre und vor allen Dingen das sehe, und das ist das 2. von den Teilen, an dem die rumexperimentiert haben. Die haben ja gesagt, 2 Stück. Nee. Das ist nicht gut. Spätestens jetzt müsste doch eine Alarmglocke läuten von wegen, nein, wir lassen das mit der Thermosache. Oh nein. Wir machen es nur noch schlimmer, als es ist. Das ist nicht nötig, was wir hier machen. Wir müssen das Teil in die Luft sprengen. Denn was sollte ich denn da sehen? Halbes Lager ist gut. Was ist das? Teil gefunden? Ach, das ist eins von den Sonderwaffenteilen. Halbes Lager ist gut, das hat hier den halben Berg mitgerissen. Oh Gott, Leute, machen wir das wirklich? So viel Heilung? Werden sie wahrscheinlich brauchen. Kann ich nicht irgendwie, Platin oder so droppen oder so? Ich brauche für die Sonderteile wahrscheinlich auch noch mehr Inventarplatz. Entfernen. Dann nehme ich ein mittleres mit stattdessen. Das kleine liegt da ja jetzt noch. Genauso wie die Munition, die ich auch nicht aufsammeln kann. Boah. Okay. Wo geht's denn dann lang? Doch die Leiter hoch. Okay, ich war bloß wegen dem Teil hier, wie es aussieht. Was auch immer da gerade durch den Lüftungsschacht gekommen ist. Es wird jetzt hier vorne auf uns treffen. Jedenfalls hier oben irgendwo. Ist doch klar. Runter? Wo wollt ihr mich jetzt hinschicken? Ganz ehrlich, wo soll ich jetzt hin? Ich kann mich nicht aufteilen, ich kann nicht in 2 Richtungen gehen. So. Da oben ging es auch nirgendwo weiter. Hier lang wahrscheinlich, ja? Hä? Ich gehe jetzt hier lang. Habt ihr jetzt davon? Okay, es geht nicht. Dort lang? Ich glaube, das ist noch möglich. Bin ich oben, zeigt ihr mir an, nach unten zu gehen? Bin ich unten, zeigt ihr mir an, nach oben zu gehen? Beziehungsweise einfach nur an die Leiter zu treten. Hä? Ich überlege gerade. Hier lang vielleicht. Geht auch nicht. Okay.
Habe ich damit jetzt was gemacht? Den Käfig. Jetzt ergibt das langsam einen Sinn. Dennoch, das Tier hat mir nichts angezeigt. Nun gut, damit müssen wir jetzt leben. Dann scheinen wir jetzt eine Richtung zu haben, wenn ich in den Käfig kann. Das erinnert mich jetzt zunehmend an Dark Souls. Mit dem Käfig in Sans Festung, wer sich erinnert. Und das ist das zweite Waffenteil. So. Okay, Santos. Ich glaube, ich habe alle Teile. Sehr gut. Glauben Sie, Sie können ihn rekonstruieren? Ich muss nur eine Bank finden und den Plan abrufen. Sollte nicht allzu schwierig sein. Okay, ich schätze mal, die Erste-Hilfe-Packs und alles sind jetzt verloren. Es sei denn, ich werde da oben angegriffen, dann gehe ich nochmal zurück gerne. Auch wenn ich diese Leiter jetzt zunehmend nicht sehen kann. Snake Eater! Dö, 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 dö. So. Also, Necromos, ich bin bereit für euch. Kommt! Aus dem Schacht da raus, wenn ihr euch traut, hä? Wo bleibt ihr? Insane Linus ist wieder unterwegs. So. Die nächste Bank war auch genau hier in die Richtung, genau. Wir hatten ja mehrere auf dem Weg hierhin. Gucken wir einfach mal. So. Ich tue schon wieder. Das soll wohl die Minipacks rechtfertigen, hä? Achtung! Hä? Was? Da war nichts. Mach, dass du wegkommst. War die Umgebung also nicht nur für diese Rambock-Teile? Naja, das ist in gewisser Weise auch ein Rambock-Teil. Ich muss weg. Ich muss definitiv weg und hinter einem Kanister oder sowas Schutz suchen. Irgendwo, wo das Ding vielleicht nicht gegenrammen kann. Freut mich nicht, dass ich schon wieder eins von euch sehe. Oder dich im Allgemeinen. Hoffentlich stirbt das dann. Alter, ich treff's nicht. Oh. Ich hasse dieses Teil dafür, dass ich es nicht treffe. Das war wohl das Schlimmste an dem ganzen Vieh. Ach komm. Das ist frustrierend. Weißt du das eigentlich? So, jetzt geh ab. Und... ab mit den Teilen. Los, ab mit den... Alter, ich... mehr schießen kann ich nicht. Ach, komm. Dieses Teil regt mich zu... ach, komm. Dieses Teil regt mich zunehmend... oh, jetzt zieht es die Dinger natürlich ein. Auf. Ich hasse dieses Teil. Wo kommen die ganzen Fackeln her? Waren die hier vorher auch schon? Ich glaube, ich kann jetzt zunehmend hier rumkämpfen. Wenigstens das könnte ein Vorteil sein. Ich muss das Teil nur im Blick behalten. Und dann die Tentakel natürlich abschießen. Komm jetzt bloß nicht auf mich zu. Sondern hör irgendwann auf zu rammen. Ich gehe mal hier hin. Alter, ich spüre es noch. Die Controller-Vibrierung weist mich darauf hin, dass das Teil in der Nähe ist. So, okay. Weiter weg. So, jetzt muss ich... es hat es eingezogen, natürlich. Ich habe aber genug Stase-Packs, das ist nicht das Problem. Wenigstens das. Hä? So, Tentakel. Hab dich. Kommt raus. Ihr Teile. Ich habe wirklich keins von denen getroffen. So, eins ist weg wenigstens. Okay. Immerhin, das ist geschafft. So. Ah, es war knapp. Es war knapp. Aber ein guter Einsatz von Stase. Wo bist du? Verdammt. Das war kein guter Einsatz von Stase. Wie ich es nicht treffe. Verdammt. Hat das wenigstens was getroffen? Wenn ich hier schon fast sterbe, das Ding macht mehr Schaden denn je. Es scheint. Und noch einen Tentakel. Ich habe scheinbar wirklich zwei getroffen. Weg! Nein, nicht mit den Dingern. Und jetzt kratzt die Nase die ganze Zeit. So, dann nehme ich die jetzt, weil ich damit eine bessere Trefferrate habe.
Okay. Ach, verfehl noch. Laden wir das Teil mal nach. Plasma-Cutter auf. Vorsichtshalber, ist schon nachgeladen. Okay. Dann gucken wir mal wieder. Ah! Ich muss jetzt gerade gucken, wie ich gegen das Teil mal am besten ankomme. So, Stase. Das Teil ist ab. Ey, du hast keine Teile. Was? Ohne dass ich da drauf schieße. Das ist Bullshit. Ich konnte da nicht mal drauf schießen. Es hat die Teile einfach regeneriert. Es hat es ignoriert. So funktionierst du nicht, du Teil. Verhalte dich so, wie du dich wenigstens immer verhalten hast, wenn du gegen mich kämpfst. Oh! Meine Güte. Tut mir leid, dass ich da jetzt ein bisschen ausfallend werde. Aber das ist wirklich Mist. Dieses Teil im Generellen. Ja, ich meine, ihr habt das gesehen. Das war einfach nur noch unfair. Oh, ich kann dem auch gar nicht ausweichen. Es ist ja... Alter! Ich habe ja nicht schon genug Leben verloren. Alter! Jetzt hör schon auf mit dem dämlichen Dreck. Boah! Hörst du jetzt mal auf anzugreifen? Weg mit dem Teil. Und jetzt weg mit dem... Ich kann die nicht treffen. Boah, dieses Teil, jetzt muss ich nochmal... Oh, Mann! Oh. Ich habe keine Heilung mehr. Was erwartet ihr denn, dass ich jetzt mache? Dass ich jetzt 3 Stunden gegen dieses Teil kämpfe? Töte mich! Sonst rammst du doch immer so gerne. Ich treff's nicht! Ich habe, was dieses Vieh angeht, keine Worte. Es ist so derbe Scheiße. Tut mir leid, aber ich kann dieses Vieh nicht leiden. Auf den Tod nicht. So. Ab mit dem Teil. Trifft mich trotzdem. Alter! Trifft mich 2-mal hintereinander. 3-mal! Jetzt reicht's! So, Stase. Das nützt ja sowieso kaum was. Weil er sich einfach irgendwann wieder denkt, nö, ich fahre die einfach ein und gebe dir kein Angriffsmomentum. Alle Türen sind auch versperrt, das heißt, ich muss dem Teil auch nicht entkommen. Es bewegt das natürlich... Oh, es zieht das genau dann ein, wenn ich schieße. Natürlich! Ich habe keine Worte, was diesen Gegner betrifft. Ach, Mann! Es ist frustrierend! Wenn er nicht jedes Mal mehr aushalten würde, wäre es ja noch okay. Alter! Das ist echt frustrierend. Ich treffe mit nichts mehr! Gebt mir wenigstens was Nützliches in den Kisten. Wie wär's damit mal? Hat es das abgemacht? Bitte. Natürlich nicht! Oh! So. So. Warum auch immer das jetzt mit einem Schuss ging. Wahrscheinlich hat das Spiel jetzt Mitleid mit mir. Tut mir auch recht leid, was ich hier gerade für eine Show abliefere, aber das ist echt... Der hat es auch drauf, genau dann auszuweichen, wenn ich hier... Wenn hier wenigstens eine Stase-Station wäre. Ich müsste mir ja gleich Sorgen machen, dass mein Stase alle ist. Nehmen wir es ein bisschen gelassener. Das ist ja nur ein Spiel. Dass die Dinger sofort ausfährt und dann mich angreift. Die es mir einfach keine Chance lassen will. Und die Dinger auch genau um meinen Schuss rumtanzen. Ich nehme schon den großen Schuss. Ich treffe trotzdem nicht. Ich muss hier irgendwie vor dem Teil entkommen. Hey, komm. Das hat das getroffen. Das hat das getroffen. Ich hab's gesehen. Alter! Alter, das weicht meinen Schüssen spielend aus.
Es bewegt den Tentakel genau um meinen Schuss herum. Da, seht ihr das? Da! Ich kann den nicht treffen. Selbst mit Stasis ist es unmöglich. Dass ich ihn mit Stasis auch so nicht mehr treffe. Der bewegt seinen Fuß genau so, dass ich den Tentakel nicht treffe. Wollt ihr mich verarschen? Hat das Ding so eine gute KI oder habe ich einfach nur das größte Pech aller Zeiten? Ja, so viel zum Belassensein. Aber irgendwann... Alter! Das Teil... Vielleicht habe ich doch bessere Chancen mit dem Plasma-Cutter. Ja, scheint so. Weg's raus. Das war das zweite der Teile. Aber es fehlt noch das dritte. Okay. Mit dem Plasma-Cutter habe ich bessere Chancen, so viel steht fest. Mann. Ich komme hier nicht weg! Alter! Das Teil hat mich festgesetzt, sodass ich nicht wegkomme und dreimal hintereinander gerammt. Wir beenden den Part. Im nächsten Part geht's weiter. Keine Worte. 21 Minuten Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.